Es war einfach jedes Mal überragend dabei zu sein, sich mit den Besten aus dem eigenen Jahrgang zu messen. Ja, ich war seit meinem 11. Lebensjahr bei Borussia Dortmund. War eine überragende Zeit für mich. Ich bin Dortmunder Junge, war schon immer Dortmund-Fan. Natürlich mit meinem Vater schon als Kind im Stadion gewesen. Deswegen ja, war es super, schon mit so jungen Jahren bei Dortmund zu spielen. Ja, das war die Meisterschaft 2011. Ich war mit im Kader, leider nicht gespielt, aber ja, trotzdem ein überragendes Gefühl gewesen, eine überragende Zeit. Wir waren eine geile Mannschaft. Wir hatten Jürgen Klopp als Trainer, von dem man natürlich viel lernen konnte. Und ja, einfach die Mannschaft insgesamt, wir waren eine Familie und ja, waren erfolgreich. Ja, hier ist ein Bild von der Nationalmannschaft. Ich war von der U15 bis zur U21 bei der Nationalmannschaft dabei. Und ich habe jede einzelne Reise genossen. Es war einfach jedes Mal überragend dabei zu sein, sich mit den Besten aus dem eigenen Jahrgang zu messen und mit denen zu spielen. Ja, also die Zeit möchte ich nicht missen. Ja, ich war fünf Jahre bei St. Pauli. Vor allem die ersten drei Jahre waren überragend. Ich habe direkt immer gespielt. Wir waren vor allem in der ersten Saison ziemlich erfolgreich, waren lange oben mit dabei, haben um den Aufstieg mitgekämpft, sind dann am Ende leider nur Vierter geworden. Aber ja, auch in dem Stadion zu spielen, im Millantor-Stadion, jedes Mal vor 30.000 Fans, immer ausverkauft. Ja, war auch eine geile Zeit. Ich freue mich sehr, jetzt hier beim FC Zürich zu sein. War super froh, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Und jetzt blicke ich natürlich auf die Saison sehr ambitioniert. Ich habe richtig Bock zu zeigen, wie gesagt, dass ich wieder voll da bin. Und ich glaube, wir wollen alle angreifen.